Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem traurigen Video von mir, Lucia Dragon Mieri. Leider hat mein Freund am 16.06.2018 meinen süßen Fibbledeck tot im Zimmer gefunden. Ich hatte ihn schon am Vorabend nicht gesehen gehabt und mich gewundert, wieso die Shaggy so anhänglich dem Karl Friedrich war, weil eigentlich mochten die zwei ihn überhaupt gar nicht. Somit schätze ich einmal, dass er in der Nacht vom 14. auf den 15.06. verstorben ist. Er hatte erst kurz vorher seinen dritten Geburtstag gefeiert. Nach Absprache mit dem Tierarzt kann das bei Kaninchen vorkommen. Vor allen Dingen bei der Stellung, also mit Kopf überstreckt, schätzt er, dass er irgendwas im Kopf gehabt hat. RHD und irgendwelche anderen Krankheiten konnten ausgeschlossen werden. Er war geimpft. Die nächste Impfung wäre eigentlich im August dran gewesen, aber fällt ja jetzt leider so flach. Auch kam kein Blut aus Nase oder Mund. Somit liegt die Vermutung vom Tierarzt eben nah mit dem irgendwas im Kopf. Er hatte auch vorher keine Anzeichen. Ich beobachte sie jeden Abend und habe eigentlich nicht wirklich was feststellen können. Leider konnte er auch nur 10 Monate bei mir bleiben. Ich habe ihn genau am 14.08.2017 geholt gehabt. Naja, wenigstens hat er noch schöne 10 Monate bei mir gehabt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, dass unser Fibbledeck nie in Vergessenheit gerät. Und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Video.